Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Ich habe mal wieder ein bisschen was hier. Fangen wir, ist auch nicht alles von Amazon, das ist auch eBay mit bei und auch andere Sachen, Pearl ist mit bei. Ich guck mal, wir fangen erstmal an hier, würde ich sagen. Hier habe ich bei eBay bestellt, also hier ist jetzt der Karton schon leer, da war mit Zeitung drinne. Das hatte ich ja im Stream schon mal gezeigt, weil ich mir ja immer die Blu-ray holen wollte. Jetzt habe ich mir halt die Blu-ray, also die 4K Blu-ray geholt mit normaler Blu-ray mit bei. Das mal, so machen wir mal so. Von Bad Boys 1 und 2. Dann war dann halt hier einmal die Ultra HD Blu-ray. Auf der anderen Seite die normale Blu-ray, Ultra HD Blu-ray und normale Blu-ray. Oder? Ja. Und hier 4K. Da habe ich jetzt Bad Boys 1 und 2 komplett. Muss ich mir dann nur 3 holen mit HDR. War ein Schnäpperchen. Also sollte knapp 40 kosten. Und dann hat der mich, ich habe gar nicht drauf geboten. Und dann hat der mir einen Preisvorschlag gemacht mit unter 30. Und für alle Bieder zusammen. Da habe ich gedacht, da greifst du zu. So, dann haben wir das. Dann kann der Karton kann dann weg. So, dann haben wir einmal hier von Pearl. Da habe ich eine Nachricht bei Telegram gekriegt von Tester. Und der hat gesagt, hier für 3 Euro noch was bei Pearl anstatt 16 Euro. Ich habe auch schon andere, ja, das ist ein IR-Sensor, werden wir gleich sehen. Ich habe auch schon andere IR-Sensor rausgesucht, habe auch welche von Xiaomi gesehen, die sind aber nicht soweit ich gelesen habe, nicht Alexa-fähig. Ich habe auch noch ein paar andere größere gefunden mit mehr Reichweite und so, da werden wir mal testen. Das wird erstmal der Testballon. Und falls ich mir denn noch einen holen sollte, geht der halt zu meiner Tochter ins Zimmer und ich hole mir einen größeren für ganze Wohnzimmer oder so. So, und zwar ist er hier drinne. Damit könnt ihr dann halt alle Geräte, die eine Fernbedienung haben, mit Alexa steuern. Muss man dann, da gibt es eine App dazu, da muss man eigentlich einrichten und so. Und dann halt hier, wartet, hier muss ich meine Adresse drauf, das soll man nicht sehen. Und dann halt Haufen Papierkram von Pearl. Aber, ist, also was habe ich bezahlt? Insgesamt mit Versand, also 3,95 Euro habe ich für das Gerät bezahlt. 5,95 Euro habe ich Versand bezahlt, also bei 9,90 Euro bin ich. Also ist auch kein Sponsoring oder so. Warte, ich muss mal gucken, sieht man irgendeine Adresse von mir? Geschäftsführer Daniel C. Ludwig, ne, das bin ich nicht. PayPal, Verpackung, ja. Also ist auch kein Sponsoring oder so, das habe ich selber gekauft. Aber dadurch, ich habe da ein paar Mal mit Pearl telefoniert, dadurch, dass es so ein spezielles Angebot ist von Pearl, wartet man teilweise ziemlich lange. Ich habe auch bei Amazon gesehen, da habe ich das Produkt auch von Pearl gesehen, da hat einer geschrieben, auch nach über einer Woche immer noch nicht da. Ich werde euch mal noch was anderes von Bangkok verlinken und von Amazon, je nachdem, was ihr kaufen wollt. Ich habe bei Bangkok nämlich ein richtig cooles Teil gefunden. Das werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch mal demnächst holen für 17 Euro und ja, dann mal gucken. So, dann haben wir hier noch was und hier, so. Dann habe ich mir geholt den Mi Boxer C8 Smart Charger. Ja. Da passen nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Batterien rein, beziehungsweise Akkus. Und da ist man für alles gewappnet. 18650 und AAA, AA, also die ganz clean für die Funkfernbedienung da. Und hier oben, hier hinten sind die 18650er und hier 26er sind da auch, glaube ich. Das ist eine 26 noch was. Jo, müsste dann erstmal reichen. Weil ich habe nur ein Ladegerät für 4 Akkus und ich weiß nicht, ob das für die Kleinen auch ausgelegt ist. Und das ist definitiv für alle Größen ausgelegt. Habe ich extra geguckt, ist auch die EU-Version. Da mache ich vielleicht auch nochmal ein separates Unboxing dazu. Sollte hier irgendwo stehen, 8 Slots.
Ne, steht hier nicht. Stand dann. Doch, hier. Lian-Akkus. 10, 3. Oh Gott. Uff. Also von 10.340 bis 26.650 ist da alles mit bei. Und dann die kleineren Batterien, die NIM, die NIMH, NICD ist mir alles egal. A, AA, Dreifach A, Vierfach A, C und SC. Also ich brauche eigentlich nur die Zweifach A für Alexa-Fernbedienung und Fernsehfernbedienung und sowas alle. Die Dreifach A für die technischen Geräte von der großen und der kleinen. Vierfach A brauche ich gar nicht. Doch, habe ich. Ich habe ein Gerät, wo das drin passt, aber da reichen normale Batterien, die reichen ewig. 18650er brauche ich natürlich. Mit 26650er habe ich nichts. Also bin ich da eigentlich gut gewappnet mit. So. Dann kam heute noch was und hier ist noch was drin. Das habe ich jetzt nicht direkt gekauft, aber meine Krankenkasse zahlt ja. Also habe ich gedacht, ich nehme es mal mit drin, habe da ein bisschen mehr zu kicken. Meine neue Maske ist nämlich gekommen, weil es ist wieder ein Jahr rum. Ich darf einmal im Jahr darf ich eine neue Maske mir gönnen, beziehungsweise sagen, ich brauche eine. Und da habe ich jetzt die Airfit F20 in Größe M von Resmedic. Also Resmed. Könnt ihr sehen? Ja. Und hier sind halt, das ist das hier Stell einmal. Und diese Maske, die hier kann man abmachen. Davon sind zwei Stück drin. Das ist ganz gut. Das werde ich. Ich werde da mal ein extra Unboxing machen nachher. Hab da dann mal zu kicken. Dann kann ich euch das auch mal ein bisschen besser erklären. Dann machen wir mal, bevor wir weitermachen. Dann habe ich noch einen neuen Schlauch. Das ist halt von dem Schlafapnoe-Gerät zur Maske. Ist dann halt immer, am Anfang ist das echt eine Gewöhnungssache, wenn du da mit dem Schlauch immer so, ich mache mir jetzt immer hinterm Kopf. Dann schwarze Filter für das Schlafapnoe-Gerät, um die Luft zu filtern. Und weiße Filter. Ordentlich sieht man aber schlecht. Da sieht man so ein bisschen weiße Filter. Das ist das erste Mal, dass ich weiße Filter bekommen habe. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Dann kann ich noch ein bisschen besser filtern. So. So, dann haben wir das. Das kommt ins Schlafzimmer. Und dann haben wir noch was. Das ist nur ein Teil von eigentlich der Bestellung, was ich euch schon mal gesagt hatte im Dezember. Im Dezember habe ich das bestellt, war nach Weihnachten, 26. oder so. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. 26. irgendwas in dem Dreh? Ich habe keine Ahnung, es war nach Weihnachten. Und da habe ich noch was bestellt, das kommt aber erst Ende Februar. Es ist halt einfach nicht lieferbar. Durch Black Friday. Ihr könnt es euch denken, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt. Tada! Jetzt habe ich mir noch eine weiße bestellt. Eine helle. Wir können ja mal kurz rinkicken. Oder, mache ich da ein Unboxing? Dann mache ich ein Unboxing. Kriege ich ein bisschen Videomaterial zusammen. Für euch in der Zeit, wenn ich mal nicht streame. Tada. So. Echo Dot. Dritte Generation. Der soll in den Flur kommen. Ich habe gedacht, man sieht hier irgendwo was. Welche Farbe wir haben, also außer auf dem Bild, war bei dir ein dunkles Bild drauf? Ja? Okay, dann hat es mit dem Bild zu tun, dann habe ich den weißen bestellt. Ich war mir nicht mehr so sicher. Dann sieht man den auf dem Schrank da oben wenigstens nicht so. Ja, ich wollte mir noch eine Halterung dafür holen. So, aber nichtsdestotrotz war das. Also wie gesagt, ich habe den gleichen nochmal bestellt, aber mit Uhr. Der soll ins Schlafzimmer kommen, das wird mein Wecker und ja, mein Alexa-Gerät, weil im Schlafzimmer habe ich den Fire TV Cube US-Modell, den werde ich dann wahrscheinlich Alexa ausschalten und den Dot mit dem Fire TV Cube verbinden und dann kann ich deutsche Befehle geben. Ich denke mal, das sollte gehen. Hoffe ich doch. Ich bin auch am Überlegen, ob ich dann vielleicht für die Küche oder so noch mal so ein Echo Dot Plus hole oder so.
Also so einen größeren. Ich habe ja noch ein paar Räume, die noch versorgt werden können. Für die Küche wollte ich aber eigentlich Echo-Show haben mit Bildschirm. Dann kann ich das Chefkoch gucken und kann gucken, wie ich was kochen soll und kann und machen muss. Und oder YouTube-Videos und kann dann kochen. Finde ich ganz gut. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wir werden jetzt gleich noch Videos... zum IR-Sensor als erstes machen, weil da bin ich richtig heiß drauf, inwiefern das funktioniert. Ich werde da aber jetzt kein Unboxing oder so machen, das lohnt sich nicht. Ich werde einfach nur ein Video dazu machen, wo ich euch zeige, wo wir auspacken, zeige, was drin ist. Wir gucken uns die Anleitung mal so ein bisschen an und gucken, wie die Verarbeitung ist und was da überhaupt alles mit bei ist. Und dann... ja, kommt vielleicht noch ein Video, wo wir dann das anschließen werden und erst mal benutzen werden. Und gucken und die App angucken und das alles. So, Bad Boys kommt in den Schrank. So, und dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.